hat, die könnte das privat klären, aber nicht per YouTube. Hi Leute, willkommen zu einem Video. Mein Name ist Selina und ich habe heute so krass gute Laune, denn ich gehe gleich mit Freunden raus und ich habe Essen. Und in diesem Video werde ich hauptsächlich essen und reden. Ich habe heute eine Art von Videos entdeckt, diese heißt Mukbang. Ich weiß wirklich nicht, wie man das ausspricht. Und in solchen Videos essen Leute und unterhalten sich oder reden halt über etwas. Ich zum Beispiel habe euch auf Instagram gefragt, über was ich meine Meinung sagen soll. Und da kamen halt so Sachen zusammen, irgendwie ein paar ausgewählt und auf diese werde ich jetzt meine Meinung sagen. Ich habe mir was vom Burger King geholt und das ist voll in der Nähe. Oh, das war geil. Auf jeden Fall, ich habe mir ein Long Chicken gekauft. Dann ein Big King. Ich habe gesagt, ohne Zwiebeln und ich rieche dann Zwiebeln. Nicht so geil. Und Pommes, aber ich habe keine Mayo bekommen. Das heißt, ich gehe jetzt Mayo holen. Oha, ich habe vor langem kein Fastfood gegessen. Ich glaube 2 Wochen oder so. Ja, das ist für mich lang. Andere kommen so, ja, ich habe 2 Jahre kein Fastfood mehr gegessen. Das ist jetzt 2 Wochen. Ich frage mich, wie kann man Zwiebeln mögen? Ich fange jetzt an zu essen. Das bedeutet, ich werde jetzt auch anfangen, meine Meinung zu Dingen zu sagen, die ihr mir vorgeschlagen habt. Okay, die erste Meinung ist Bibis Beauty Palace. Ich mag Bibi. Also früher, als ich noch etwas kleiner war, ein Junge, habe ich wirklich täglich Bibis Videos geschaut. Ich habe mir auch alle Sorten von Bilou geholt. Alle Sorten. Ich war in so einer Sucht hier. Damals hatte ich sogar Angst, die zu benutzen, weil ich nicht wollte, dass sie leer gehen. Gott. Fake Friends. Fake Friends, jeder hat schon mal Fake Friends. Wirklich. Ihr könnt mir erzählen, dass es keine Person gab, die keinen Fake Friend hat. Und wenn die Person sagt, ich hatte keinen Fake Friend, du hattest einen Fake Friend, nur du hast es nicht gemerkt. Vielleicht hast du sogar welche. Hm? Immer wenn ich so bei TikTok lese, so, ich habe voll viele Fake-Friends und so. Ich denke mir so, wenn du weißt, wer dein Fake-Friend ist, dann brech doch einfach Kontakt ab. Also Fake-Friends sind unnötige Schlangen, die es auf der Welt gibt. Meine nächste Meinung soll zu Simone aus Germany Next Topmodel sein. Leute, es tut mir jetzt leid, ne? Ich weiß, ich kriege jetzt voll viel Hate, aber ich schaue keine Germany Next Topmodel. Ich mag das einfach nicht. Ich habe nur gehört, dass irgendjemand Extensions rausgerissen hat. Ich finde das alles ist zu viel Drama. Die heulen, weil deren Haare abrasiert werden oder sonst was. I don't like it. Aber meine Mutter liebt Heidi Klum. Ich weiß auch nicht wieso. Dazu kann man nichts Negatives sagen. Meine Meinung soll zu Shirin David sein. Shirin David, geilste Frau aus Italien, nach meiner Mama. Geilste Frau aus Deutschland. Ich liebe diese Frau einfach. Ihre Songs, geil. Ihr Aussehen, geil. Charakter kenne ich nicht, aber wenn ich ihn kennen würde, safe geil. Diese Frau. Damals habe ich einfach ihre Videos jeden Tag geschaut. Von Melina-Fan wurde ich dann zum Schüssel. Dann wurde ich irgendwie so Melina-Schrägstrich-Schüssel-Fan. Und damn, ich vermisse die Zeit einfach, wo die zwei zusammen gewohnt haben. Das war so süß immer. Die haben immer so einen auf Best Friends Goals gemacht. Jetzt kommen wir zu einer sehr, sehr geilen Frau. Ihr könnt mir nicht sagen, dass einer sie nicht kennt. Katja Krasavice. Also, sie gibt sich halt schon ein bisschen zu freizügig im Internet ab, ne? Ich meine, das Internet vergisst nie. Aber ich finde es halt so geil, dass sie so offen ist und so. Und ja, ich gebe zu, ich habe schon öfters Videos von Katja geschaut, aber ich glaube, das hat schon mal jeder. Es gibt halt Videos von Katja, die machen einen happy. Und manche sind halt so, man nennt sich so FSK 18. Und die bringt ja bald ein Album raus, ne? Meine Meinung zu Loredana. Das, was sie abgezogen hat, war echt eklig. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich finde, dass die Schweiz halt ein bisschen übertreibt und die jetzt direkt abschieben will, soweit ich es mitbekommen habe. Die Sache, die sie halt mit dieser Petra da abgezogen hat, war echt einfach nur armselig. Ich meine, sie ist Rapperin, sie kann genug Geld verdienen und so. Aber das dann zu machen und dann noch eine arme Frau abzuziehen. Die Junge, die hat einfach diesem Typen vertraut und er hat ihr ganzes Vertrauen ausgenutzt. Und sowas lässt sich dann an der Seele aus. Es verletzt einen innerlich. Meine Meinung zu McDonald's. Ich will jetzt was von Maggis holen, aber Maggis ist zu weit weg. Dafür bin ich zu faul. Ich finde, Maggis ist schon so krass geil und so. Aber diese Gerüchte da mit diesem Pferdefleisch, Ratte, Lappen, haben mich schon leicht geschockt, sodass ich ein paar Monate nicht in Maggis essen war. Aber dann konnte ich doch nicht widerstehen und war einfach in Maggis essen. Und das hat mich nicht gejuckt, weil ich meine, es ist ja mit mir passiert, ne? Hatte nicht mal was mit Harry Styles? Ja, ne? Damals, als es noch One Direction gab, ja, rest in peace, habe ich Tyler so hart gefeiert. Ich verfolge sie nicht mehr so aktiv, aber ab und zu so ein bisschen Beef da, ein bisschen Beef hier, kriege ich schon mit. Meine Meinung zu Alina. Eklige, verrottete Frau. Was? Warum? Warum?
Ich sag immer zu der, ich liebe dich und so. Die so, ja, ich hasse dich. Deine Meinung zu Jungs. Also, Jungs. Ganz einfach. Jeder sagt, Jungs sind scheiße, Jungs sind voll die Fuckboys. Dann nehmt kein Fuckboy. Ich finde, die Jungs, die so richtig vom Charakter her toll sind, kriegen meistens einen Korb. Ich finde das so armselig. Und dann beschweren sich alle, oh mein Gott, alle Jungs sind Fuckboys. Nein, es gibt auch gescheite Jungs auf dieser Welt. Nur ihr wählt halt immer die am besten aussehen für euch. Meine Meinung zu meinen Fanpages ist ganz einfach. Ich liebe jede Einzelne, ich danke jeder Einzelnen und ich bin so krass stolz auf jede Einzelne. Egal ob 1.000 Abos, ob 2 Abos, juckt mich nicht. Egal ob das Edit extrem schlicht, kurz oder lang gedauert hat. Ich finde jedes einzelne Edit einfach geil. Und ich freue mich einfach so hart, wenn ich sehe so das richtig geiles Edit. Und dann siehst du, ich bin auf diesem Edit. Ihr alle unterstützt mich. Und das macht mich dann noch glücklicher. Und dann kann ich fröhlich in den Tag starten. Also nochmal an alle Fanpages. Ihr könnt die Bilder, Videos, whatever unter dem Hashtag LamaArmy posten oder mich markieren. Dann sehe ich das schneller. Meine Meinung zu Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Doch. Ich habe einmal in Berlin Kaffee getrunken. Das war, weil ich so müde war. Ich glaube, ich erst um 2 schlafen gegangen. Ich stehe so auf. Die kommen so, geben mir Kaffee. Ich bin so, oh, danke schön. Ich trinke so. Ich bin so, danke schön. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe Orangensaft und Kaffee gemischt. Und das habe ich dann getrunken. Und das war eigentlich schon krass geil. Meine Meinung zu meinem Zimmer. Messi-Loch. Egal wie oft ich es aufräume, selbst wenn ich es jeden Tag aufräume, am nächsten Morgen, ich stehe auf, Klamotten liegen da, Klamotten liegen da, Schminke liegt auf dem Boden, meine Taschen liegen überall. Ich muss so sehen, was ist dein Fehler? Ich habe sogar meinen ganzen Schrank ausgemistet. Meine ganzen Schubladen, das ist meine Unterhosen- und BH-Schublade. Und sowas passiert sehr selten. Netflix ist geil. Netflix ist Babe. Wenn Netflix nicht habt, holt euch Netflix. Gern bei eurer Mutter, bei eurer Schwester, bei euren Freunden, bei eurem Crush, bei sonst wem. Selbst bei einem nicht bei einem perversen Mann. Aber trotzdem, Netflix ist geil. Und ich sehe so auf TikTok, da sind einfach Leute, die haben ihr Netflix auf amerikanisch gestellt. Und ihr wisst, in Amerika sind halt die Folgen früher draußen als hier in Deutschland. Riverdale gibt es da schon komplett. Aber ich meine, da gibt es halt viel krasse Sachen. Aber sehe ich es aus, ich warte lieber eine Woche auf eine neue Riverdale-Folge, anstatt mir die auf Englisch anzuhören. Du kannst kein Englisch. Eben. Deine Meinung zu James, Charles und Tati? Ich finde das alles krass armselig von Tati, weil ich meine, sie war die beste Freundin von James und einen besten Freund so krass im Internet darzustellen, einfach ekelhaft. Sie können das privat klären und so, aber nicht per YouTube. Das ist so, Leute, das ist fast wie Cybermobbing. Sorry, aber einen besten Freund so darzustellen, das ist schlimmer als keine Ahnung was. Und wisst ihr, was ich noch trauriger finde? Selbst seine anderen 2 besten Freunde haben ihn auf Insta entfolgt. Beste Freunde sind da, um einen den Rücken zu stärken, egal was man gemacht hat. Tati könnte das privat klären, aber nicht per YouTube. Falls irgendjemand hier diese James-Charles-Palette kaputt gemacht hat, zerstört oder sonst was, geht euch schämen. Ich glaube, so eine Palette kostet 60, 70 Euro und bestimmt hat es eure Eltern euch gekauft. Und ihr zerstört die einfach, gib die mir. Ich habe keine, gib die mir, schenk die mir. Mega Sophie, ich liebe das Mädchen. Sie hat mich inspiriert. Als ich schlechte Laune hatte, ich habe ihre Videos geschaut, I was so happy. Ich hatte gute Laune, ich habe ihre Videos angeschaut, I was happier. Dann, sie hat mich auch inspiriert, hier YouTube zu machen. Ne? Ohne sie wäre das alles hier nicht entstanden. Und ohne die Pfanne. Nur die Leute von ganz, ganz Anfang an wissen, was mit der Pfanne gemeint ist. Deine Meinung zu UFO361. Damals, als er tot war, dachte ich, er war wirklich tot. Ja. Ich sehe so, RIP UFO. Ich bin so, was geht jetzt ab? Wieso? Woran ist er gestorben? Das einzige Lied, was ich halt von ihm feiere, war halt, pass auf, wen du liebst. Ja. Deine Meinung zu Fleisch. Ich mag Fleisch nicht. Fortnite. Wir haben auch so einen Polizist in unserer Klasse gehabt, ne? Der hat gesagt, es kann gut möglich sein, dass ein paar von euch hier süchtig sind. Ich bin so, okay. Und dann zählt er so auf, mir ist gerade ein Salat rausgefallen, er zählt so auf, was die Anzeichen von Sucht ist und so. Ich bin so, scheiße, damals war ich ja voll der Suchtige. Er so, ja, es sind wie bei Drogen, nur schlimmer. Ich bin so, ihr könnt, der so, ja, manche erbrechen sich sogar, weil sie nicht zocken können. Ich bin so, ja, yes. Ja, ne?
Das hier war, glaube ich, eines der Lieblingsvideos auf meinem Kanal. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt in die Kommentare, was ich essen soll. Bitte kein Sushi. Und halt, worüber ich nicht mal reden soll. Ich gehe jetzt meine Haare glätten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.